Creative Lens Choice, Airplane Photography heißt dein Thema. Und wie gesagt, Kölner Bursche, Kölner Jung, der heute Abend, na, nicht ganz, ne, stimmt eigentlich gar nicht. Ne? Doch 16 Jahre, kann man schon sagen. Ja. Er ist heute hier, hat gute Laune mitgebracht und eine interessante Story. Markus Schulze. Wie kam es dazu generell, dass du Flugzeuge als Hauptthema jetzt, als Hauptthemenschwerpunkt hier präsentierst? Also eigentlich ist Fliegerei schon immer meine große Leidenschaft gewesen, schon von klein auf, hatte auch immer schon Kontakt dazu. Gelernt habe ich eigentlich richtig Fotografie, Werbefotograf, aber wenn man natürlich zwei Leidenschaften zusammen verschmelzen kann, ist das natürlich das Schönste, was man machen kann. Und du gibst auch Fotocamps, Fotobootcamps? Das ist mal Fotobootcamp, aber da haben dann einige gesagt, das würde mir so abschrecken, weil ich so ernst gucke. Ja, ich kann mir das vorstellen. Ja, ich sag jetzt, wenn ich einen erwische mit einer Vollautomatik, raste ich total aus. Das geht voll auf Augenhöhe. Und wir haben auch regelmäßige Workshops, wo sich Gruppen immer wieder treffen, um einfach zu fotografieren. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß und Ihnen auch. Danke, Schulze. Bitte schön. Ja, bitte, Michael. So, jetzt haben wir noch ein Bildchen. Wir laufen jetzt frei raus. Also, wie gesagt, ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Markus Schulz. Ich bin so richtig gelernter Fotograf, gelernter Werbefotograf. Ich arbeite in der Musikbranche auch lange Jahre gearbeitet, in Werbestudios. Bin, wie gesagt, vor 16 Jahren nach Köln gekommen und arbeite da als freier Fotograf und eben jetzt auch seit 2006 als Dozent unterrichte ich auch Fotografie und eben auch in der Tonmann-Akademie leite ich auch so manchen Workshop. Kommen wir mal zur Fliegerei. Also ich, der große Vorteil, den ich hatte damals als Reservist oder als aktiver Reservist, bin ich zum Pressezentrum der Luftwaffe gekommen. Das ist auch immer noch mein, natürlich über die Luftwaffe auch Zugang zu vielen Möglichkeiten und Perspektiven, die man sonst nicht immer so hat. Kommen wir aber auf das Schwerpunktthema. Es geht ja so ein bisschen um Objektivwahl. Und wenn man Flugzeugfotografie hört, denkt man natürlich sofort erstmal an die lange Brennweite. Und das ist mit Sicherheit auch die erste Wahl. Wir werden aber auch noch zeigen, dass es andere Möglichkeiten gibt. Aber warum eine lange Brennweite? Weil es einfach Situationen gibt, wo man nicht immer so nah dran sein möchte. Weil meistens sind sie eher länger weg, also kann ich was ranholen. Das ist ein ganz klassischer Einsatz von einer langen Brennweite, das kann sie. Und es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wie ich mit einer langen Brennweite arbeiten kann. Die lange Brennweite verführt immer zur einfachen Fotografie. Ich kann was ranholen, ist ja toll, weil es ungewohnt ist. Auf der anderen Seite aber ist, die lange Brennweite auch kreativ im Bildausschnitt einzusetzen. Also auch sprich, selbst mit der langen Brennweite wie hier, bewusst auch mal weiter wegzugehen, um auch die Umgebung mit einzufangen. Das erwähne ich immer wieder, ne? Fotografie ist Scheuklappenblick und nicht wirklich Offenheit. Bedeutet also, da passiert was Tolles vorne und dann ist man immer nur am Gucken. Man schaut nicht mehr drumherum. Das auch nochmal eine Situation drumherum auch erkennen, das Flugzeug ist nicht immer das Wichtigste, sondern es ist manchmal auch die Geschichte, die dahinter steht, etc. Das Schöne an der langen Brennweite ist ja, ich sage es jetzt mal etwas laienhaft, die Stauchung, die entsteht durch die Konstruktion der Perspektive. Man kennt das ganz klassisch, eine große Allee mit vielen Bäumen. Je länger meine Brennweite, desto schmaler werden die Abstände der Bäume, Konstruktion der Perspektive. Das kann ich natürlich auch mit der langen Brennweite sehr nutzen, um auch mehr Drama und Spannung zu erzeugen. In diesem Fall kann ich das Bild auch noch mit mehr Dramatik versehen. Erstens der tiefere Standpunkt, zweitens die Stauchung der Person, die davor steht. Und dadurch entsteht dann noch ein viel stärkerer Eindruck des großen Flugzeugs. Noch stärker wird der Eindruck natürlich durch die Wahl der Perspektive des Fotografen. Das heißt also, dadurch, dass die Person im Vordergrund steht, ist die Identifikation dieser sogenannten Ego-Perspektive halt noch viel stärker. Dadurch kommt uns als Betrachter die Maschine noch mehr entgegen. Ne? Mein alter Meister hat immer gesagt, fotografieren heißt sehen. Also ich finde es sehr wichtig, auch mal die Kamera runterzunehmen und auch mal seine Bedingungen zu beobachten. Denn da gibt es manchmal viel nettere Möglichkeiten, vielleicht auch mal einen Flieger ganz an den Rand zu stellen und irgendeine Stimmung anzufangen. Interessanter ist eigentlich, wenn man mit einer langen Brennweite arbeitet, wie fotografiert man eigentlich? Und da beginnt wieder dieses Fotografieren heißt sehen und nicht später beim Photoshop sich einen Ausschnitt suchen. In dem Moment, wenn ich halt gucke, was für eine Form, was will ich eigentlich erfassen, wird es eigentlich bei der langen Brennweite erst die Herausforderung zu gucken, wo finde ich eigentlich meinen Ausschnitt, wo setze ich den eigentlich, wo gehe ich den Schritt zur Seite, vielleicht etwas tiefer, wo bilden sich Linien, Ebenen und Perspektiven. Und da beginnt eigentlich erst der Spaß mit der langen Brennweite. Dass man ranholen kann, ist immer toll und jeder sagt immer, boah, klasse, aber das wirkliche Gestalten beginnt eigentlich erst mit dem richtigen Perspektiven zu beachten. In dem Moment, wo ich Ausschnitte definiere, kann ich auch viel eher bereit sein zu sagen, ich setze das Objekt der Begierde, also im Flugzeug vielleicht auch mal etwas aus dem Bild heraus und kann dann zum Beispiel mit einer Wetterstimmung und so weiter viel bewusster arbeiten.
Also man muss nicht immer das ganze Ding in die Mitte setzen. Wie hier zum Beispiel, die Größe kann ich auch durch ein Detail deutlich machen. Sie und die Tür sieht, wird plötzlich auch klar, da muss ein Riesending sein. Und damit entsteht viel mehr Interesse, als irgendwie nur so ein Quartettfoto von einem Flugzeug zu machen. Die Tiefenschärfe ist natürlich gerade bei der Langbrennweite immer das grundsätzlich ein interessantes Gestaltungselement, aber durch die sehr geringe Tiefenschärfe, die ich meiner Langbrennweite habe, kann ich damit auch noch bewusster spielen. Wenn ich hier zum Beispiel bei diesem Bild eine sehr große Tiefenschärfe wähle, auch sehr stark abblende, kann ich daraus auch die Ebenen sehr schön deutlich machen, habe aber auch die Möglichkeit, mit einer Langbrennweite und ihrer Unschärfe zu arbeiten. Tatsächlich durch diese unterschiedlichen Größenverhältnisse und dann auch dieses Schärfe- und Unschärfe-Spiel entsteht natürlich eine Irritation der Größenverhältnisse. Und das macht das Bild interessant. Die ganz starke Abstraktion der Form mag ich natürlich auch. Also das ist jetzt mal ein Beispiel, wenn man sagt, die Maschine ist gar nicht mehr im Fokus. Wer so ein bisschen Spaß am Fliegerei wird wahrscheinlich auch sofort erkennen, was für ein Hubschrauber war. Das waren eigentlich Luftaufnahmen, die wir gemacht haben, aber so konnte man aus der Tür raus auf den Schatten fotografieren. So eine Abstraktion der Form mag ich persönlich immer sehr gerne und erzeugt auch eine gewisse Neugier und geht dann auch so ein bisschen weg von diesem reinen Technikwahnsinn. Der größte Spaß natürlich bei der Luftfahrtfotografie ist das sogenannte Air-to-Air-Fotografieren. Das bedeutet also, man sitzt in einer Maschine und fotografiert eine Maschine woanders. Bei Hubschrauber macht das halt insofern Spaß, weil man die Tür aufmachen kann, keine störenden Fensterscheiben und so weiter drin sind, wenn man erst eine Reflexion wegmachen muss. Interessanterweise, wie man sieht, mit 70 mm, es braucht dann gar nicht mehr so lange Brennweite, die Abstände sind also gar nicht so weit. Und aufgrund der schnellen Zeiten sieht man es hier sehr gut. Ne, die Propeller sind hackenscharf und dann fehlen auch so die kleinen Nylonseilchen dran und dann sieht man aus wie ein Modell. Hier ist es jetzt nicht ganz so störend, weil es kein blauer Himmel ist. Durch diese Landschaft verwischt sich das ein bisschen. Das heißt also, hier war es wirklich Glück. Ich hatte das 150-600 dabei und dann konnte man das einfangen. Die Lichtrichtung. Das ist natürlich immer eine Frage, wo steht das Licht? Das kann man sich leider nicht immer aussuchen. Hier war es tatsächlich auch ein schöner Moment. Dusty at Work nennt es immer, für die Kinder haben Handy. Und der hat halt so eine Unglücksgeschichte geflogen, die hat dieses Wasser abwirft. Und das war natürlich im Gegend nicht einfach nur eine schöne Situation. Erst schießen, dann sehen. Erst sehen, dann schießen. Ich gebe meinen Schülern eine Aufgabe. Man hat die Aufgabe noch nicht zu Ende gesprochen. Haben alle schon die Kamera an, die sich drin los. Eigentlich heißt es erstmal gucken. Und wenn man so eine Flugschau hat oder ein Display, meistens fliegen die das zwei, dreimal am Tag. Wenn man plötzlich merkt, man hat nur diesen Looping, man guckt dieser Rauch und der Wind steht, dann geht er aus der Richtung, dann weiß man ziemlich genau, das warte ich nochmal genau ab. Und wenn der gleich nochmal in zwei Stunden fliegt, spule ich noch genau den Moment. Und das ist dann eigentlich auch das Spannende daran. So akzentuiert man auch seine Fotos ein bisschen besser, als einfach immer nur so Flieger. Und dann hat man 600 Bilder, die sind alle nett. Na, dann doch mal weg, finde ich halt sehr wichtig. Das haben wir auch gerade bei den anderen Bildern schon gesehen. Ruhig den Mut haben, auch mal eine Maschine rauszunehmen aus dem Fokus oder weiter zurückzugehen. Der Himmel und Wolken sind immer eine schöne Geschichte, die auch die Geschichte abrunden, die Inhalte im Bild. So, jetzt kommen wir mal zu der Weitwinkelfraktion. Robert Kappa hat ja immer so schön gesagt, ne, was wurde nicht gut genug, was wurde nicht dicht genug dran. Jetzt gehen wir dicht dran mit dem Weitwinkel. Ich hatte die Chance, mit der Besatzung abzusetzen. Ich habe dann gesagt, ich lege mich dann hin. Der Pilot sagte dann nur, bitte leg dich auch hin. Der Hubschrauber wiegt 50 Tonnen, die drückt er halt auf den Boden, um abzuheben. Und wer dann da steht, der ist dann eher auch weg. Und man muss sich wirklich hinlegen, wenn der Hubschrauber mal wegfliegt, also stehen wir das nichts. Aber deswegen war das auch eigentlich auch ein schöner Moment, die Maschine so zu fotografieren. Den Raum, den ich schaffe durch die Weitwinkel, kann ich halt auch nutzen. Zum einen hat das Weitwinkel die Mut zur Leere, einfach mal Raum wirken zu lassen und leer zu lassen. Aber auch vielleicht minimal zu befüllen, reduziert zu befüllen. Ne, Fotografie bedeutet auch immer eine Reduktion. Das ist so eine klassische Aufnahme für einen Weitwinkel. Man kann damit schön die Gesamtsituation erfassen. Die richtige Herausforderung ist natürlich, durch diese Verzerrung des Weitwinkels, sei es in der Perspektive oder auch der Form, trotzdem eine Maschine oder ein Flugzeug oder auch ein Gebäude, was immer auch, zu charakterisieren. Also die charakteristische Form so beizubehalten, dass man sie erkennt und ihr nicht wehtut. Weil es entsteht natürlich eine Dynamik, die Linienführung, die hier drin ist, die freien Flächen, die auch immer wieder zu einem Punkt führen. Und eigentlich streicht man so über die Maschine, dass man diesen alten Klassiker auch sehr gut erkennt. Jetzt kommt so ein bisschen die Herausforderung. Bei Objektiven, was sollten Sie denn können und was macht Sinn?
Das war jetzt zum Beispiel eine Nachtaufnahme, auch mit dem 150-600. Das war eine Testaufnahme. Wir wollten eigentlich probieren, Maschinen bei Nacht bei wenig Licht zu fotografieren. Und ich musste leider feststellen, es ist eine militärische Maschine, die will man nachts nicht sehen und man sieht auch nichts. Dann konnten wir Gott sei Dank mit dem Piloten reden, das war eine Alarmstartübung, aber wir starten hier ohne Licht. Da konnten wir mit dem reden, sagen, könnt ihr bitte einmal kurz vorm Abnehmen die Landescheinwerfer anmachen, damit wir wenigstens was sehen. Haben wir auch gemacht und insofern konnten wir dann wieder mit einer sehr schönen Stimmung arbeiten. Die Aufnahmen sind da links auf dem Stativ entstanden, weil die Belichtungszeiten waren mehrere Sekunden. Also man musste immer genau warten, wenn er abbremst kurz vor dem Takeoff, konnte man die 1, 2, 3 Sekunden belichten und dann war er weg. Hier ist eine schöne Aufnahme für den Bildstabilisator. Im Prospekt steht, muss ich schon drin, Bildstabilisator, schafft 3 Gramm. Ich halte das für einen sehr empirischen Wert, aber der Bildstabilisator ist eine schöne Hilfe. Man sollte sich nicht zu sehr drauf verlassen, aber ohne den wäre diese Aufnahme nicht entstanden. Ich gebe auch zu, ich habe es auch extra dabei geschrieben, ein bisschen Glück. Ich würde niemandem empfehlen, beim 240 mm sachlich mit einer 60. zu arbeiten. Aber ich war tatsächlich fasziniert, es hat funktioniert. Leute, das ist tatsächlich ein großes Problem. Man glaubt das halt nicht, man steht auf dem Rollfilm, aber da herrscht Staub ohne Ende. Sind also Objektive staubgeschützt, das Kameragehäuse auch, ist man auf jeden Fall schon auf der sicheren Seite. Die schnelle Reaktion vom Autofokus ist natürlich auch eine große Hilfe. Kisten sind dann immer sehr schnell, da kann so ein Autofokus echt helfen. Wenn man einen guten Autofokus hat, mit einem Ultraschallmotor und die Kamera korrespondiert auch noch sehr gut mit dem Autofokus, hat man so wie hier die Situation, eine Maschine startet, also eigentlich ist sie durchgestartet und ich habe das nur gesehen, Kamera hochgenommen und konnte, also, da haben wir auch schnelle Autofokus einfach nicht geholfen, das wäre manuell nicht drin gewesen, hätte ich die Situation verpasst. Allerdings kann es, wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, kann er das auch etwas zuspielen. Man kennt ja so ein bisschen diese Effekte, wenn über die Tragflächen diese weißen Nebel entstehen, wenn harte Kurven geflogen werden. Ist die Luftfeuchtigkeit höher, entsteht durch den Unterdruck dieser Nebel halt etwas schneller. Und hier zur Versöhnung die vorne der Normalbrennweite. Man kann natürlich auch mit 40 bis 60 mm schöne Bilder machen. Hier haben wir einen Flieger mit ein bisschen mehr Licht in Szene gesetzt. Normale Brennweite kommen wir halt mal. Die Dokumentation ist natürlich eine große Herausforderung, weil ich natürlich sehr schnell auf Situationen eingehen muss. Hier habe ich mal ein Beispiel aus einer Dokumentationsserie, also eine freie Arbeit von mir, falsch und mega im Sprung. Da sieht man schon sehr gut, wie unterschiedlich die Brennweiten sind. Und da habe ich auch mit 2 Kameras gearbeitet, weil in so einer Situation mit der Tür wechsle ich mein Objektiv nicht, weil plumpst raus, muss man höhere Fragen beantworten. Also insofern macht der Wechsel mit 2 Kameras dann schon Sinn. Klar, dem Flieger wird es jetzt das Herz brechen, aber es ist tatsächlich ein Flugzeugfriedhof, einmal mit einem 28 mm und nochmal ein Phantomdetail mit 40 mm und nochmal in einer normalen Brennweite 45 mm. Die große Herausforderung sind Digitalcollagen. Habe mir aber eine Serie vorgenommen, in der ich halt mit digitalen verschiedenen Bildern arbeite, die ich ganz bewusst anlege wie so alte Gemälde. Also so eine ganz gewisse Übertreibung auch in den Bildern drin, dass man schon sehen darf, es ist halt bearbeitet, es sind 9 verschiedene Bilder drin und die müssen natürlich auch stimmen, weil ansonsten auch das ungeschulte Auge merkt irgendwie, wenn was perspektivisch nicht stimmt, weil wir gucken den ganzen Tag perspektivisch. Wenn da Sachen nicht stimmen, wird es knifflig, also das muss man gut aufeinander abstimmen. Hier nochmal ein schönes Beispiel für eine Digitalcollage. Das sind eigentlich auch nur schon nur 3 Maschinen gewesen. Auch der Hintergrund ist alles aus 2 verschiedenen Bildern zusammengesetzt, was auch wieder dieses Gemäldehafte ist, unterstreicht. Dieser kleine schwarze Punkt ist ein kleiner Vogel, der mit dem Bild war. Ich habe den drin gelassen, weil ich ihn als Statement für dieses Ding, das Digitale, das man bewusst sieht, das ist halt total künstlich. Wenn es über die Kursgeomage, da ist auch immer so eine kleine Cola-Dose oder ein Papiertuch in seinen Bildern liegen. Geil, der Vogel. So. Jetzt habe ich etwas überzogen, ich habe noch keine Haare gekriegt, meine Zeit ist um. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant, auch für die, die jetzt nicht ganz so fliegerbegeistert sind. Danke für die Aufmerksamkeit. Wieder bei Markus Schütze. Markus, vielen Dank.